Moin moin und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Goblumbo und eine neue Folge, und zwar die 17. Folge von The Secret of Monkey Island. Wir rudern jetzt hier noch ein bisschen durch die Gegend, waren gerade hier am Strand. Und jetzt rudern wir einmal um die Insel herum an die Orte, an denen wir noch nicht gewesen sind. Und wo wir so auch nicht hinkommen würden, zu Fuß. Paddel, 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 paddel. Der ist ganz schön langsam. Nee, ich schnarch, ich schnarch, ich schnarch, ich schnarch, ich schnarch. Geht das hier nicht irgendwie ein bisschen schneller? Mit Doppelklick. Nee, auch nicht. Oh, so kann das auch nur den ganzen Tag dauern. Dafür entschuldige ich mich schon mal im Voraus. Los, paddel jetzt mal eine Runde. Ah, guck mal, jetzt ist er plötzlich wieder schnell. Jetzt auch wieder. Okay. Da ist ein Dorf. Da ist ein Strand. Da paddelt er auch wieder schnell. Ah, ich glaube, man muss ein Ziel haben. So am Ende, am Rand. Oder halt auf ein Ziel klicken und dann ist er auch ganz schön schnell. Ah, und ich paddel mich hier ein ab, du. Ich paddel mich hier ein ab. So genau habe ich das gerade ausgesprochen. Oh, wieder einmal ein Zettel. Cool. Kannibalen. Ihr Blutsauger kriegt den Schlüssel nicht, bis ich endlich den Bananenpflücker wieder habe. HT. Na gut. Gucken wir mal. Das wissen wir doch jetzt. Wir müssen jetzt das immer austauschen. Irgendwie müssen wir den Bananenpflücker jetzt kriegen, damit wir den Schlüssel kriegen. Okay, wir gehen jetzt zum Dorf. Schauen mal, was uns da erwartet. So, das sieht ganz nach den Kannibalendörfern hier aus. Oh ja, Knochen. Ein paar Häuser, ein paar Hütten wohl eher. Gibt's hier noch irgendwas, eine Hütte? Können wir in die Hütten irgendwie reingehen? Nee. Ah, das ist eine leere Hütte. Okay. Kann man anscheinend auch nicht stibitzen, wenn sie leer ist, ne? Na gut. Was gibt's hier noch so Schönes? Wir nehmen uns noch mal ein paar Bananen mit, haben wir ja noch nicht genug, ne? Schale voller Früchte. Wir nehmen auch den Rest mit. Nee, doch nicht. Nein, danke, der Rest ist nicht mehr gut. Nur die Bananen. Oh, ein großer Steinkopf. Was haben wir hier? Eine Tür, die öffnen wir mal. Diese Tür scheint verschlossen zu sein. Okay. Oh. Hast du eine Banane in der Tasche? Oder freust du dich so, uns zu sehen? Du hast ganz schön Mut, von dem berüchtigten Monkey Island Kannibalen zu stehlen. Ihr seid Kannibalen? Ja, genau. Obwohl wir in letzter Zeit versuchen, unsere Ernährung fleischlos zu gestalten. Ach, sehr gut. Nur aus streng gesundheitlichen Gründen. Natürlich. Wir sind immer noch sehr gefährlich. So sieht ihr auch aus. Insbesondere für Touristen, die unsere Dinge als Souvenir stehlen wollen. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ja, ich kann das. Esst mich nicht, ich bin ein mächtiger Pirat. Das bedeutet, seine Haut ist ledrig und sein Fleisch ist zäh. Oh, das klingt schon mal gut. Ich schmecke gar nicht. Du bist für uns unbedeutend vom rein ernährisch
ernährungstechnischen Hintergrund, wenn du eine kleine Gabe für uns hättest. Etwas, das wir dem großen Affen opfern könnten. Lassen wir dich vielleicht ungekocht gehen. Nun? Für den Affen, ja. Eine Banane, würde ich sagen, ne? Ja. Glaubst du wirklich, wir wollen die noch, nachdem du sie in deinen schmierigen Pfoten gehabt hast? Anscheinend nicht. Was kann ich euch da noch geben? Warnung. Objekt im Fernrohr sind weiter weg. Also, witzig, witzig. Offensichtlich hast du nichts für uns. Oh, wir könnten dich essen. Wir könnten dich gehen lassen. Wir müssen darüber mit unserem Ernährungsberater reden. Komm mit, wir zeigen dir unsere Gästehütte. Das klingt ja spannend. Naja, ist wohl eher ein Gefängnis, wa? Das sollte reichen. Oh, guck mal hier. Oh, das ist ein Schädel. Den nehmen wir mal. Schauen wir uns erstmal an. Was für ein süßer kleiner Schädel. So, den nehme ich mir mal. Was haben wir noch? Ranken. Ich glaube nicht, dass erhängen die Antwort ist. Oh. Na gut, guck mal, da ist der Bananenpflücker. Supi, supi. Den nehmen wir uns auch gleich mal mit. Upp. Das kleine Ding hat er natürlich in seine Tasche gesteckt. Was haben wir denn noch? Knochenschüssel. So werde ich enden, wenn ich nicht bald hier rauskomme. Das ist richtig. Oh, nochmal ein Memo. An den Geisterpiraten LeChuck. Wir protestieren schärfstens gegen die Annexion unserer Voodoo-Malzwurzel. Wir verstehen, dass diese für Sie und Ihre Crew eine Gefahr darstellt, aber Diebstahl können wir nicht dulden. Die Monkey Island Kannibalen. Okay. Die Notiz ist notiert. Guck mal, hier haben wir noch ein loses Brett. Das öffnen wir einfach mal. Bestimmt ein Loch. Ein Geheimgang. Ich passe da durch, aber der Bananenpflücker muss ich hier lassen. Das ist nicht gut. Das heißt, ich muss irgendwie anders hier nochmal reinkommen. Ich habe jetzt gedacht, ich kann ihm jetzt nicht schön den Bananenpflücker geben, um dann den Schlüssel zu kriegen. Ach, guck mal da hinten. Ich schleiche mich davon. Nein, ich werde nicht weich auf meine alten Tage. Ich würde diesen Kerl liebend gerne essen. Also, lass uns loslegen. Aber denk an unsere Arterien. Wir sind Kannibalen, verdammt nochmal. Ich mach mich davon. Schnell weg hier. Okay, okli-dokli, jetzt haben wir ein paar Bananchen gestibitzt und das war es eigentlich schon, ne? Dann mal benutzen wir mal das Paddelboot. So, was kann man mit Bananen anstellen? Man kann sie selber essen. Was haben wir hier? Nix. Kann man nichts anklicken? Oh, kann wieder nichts anklicken. Der ist wieder so langsam, wieder an den Rand klicken und dann geht er wieder ab wie Schmitz Katze. Piu, 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 piu. Klutsch, 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 klutsch. So, da sind wir. So, da ist der Strand. Da gehen wir mal ran an den Strand. Erwartet hier, ne? So. Bananen, können wir noch mehr Bananen mitnehmen? Die sehen so aus, als ob sie bald vom Baum fallen würden. Na gut.
Ach, guck mal, hier ist doch der Affe. Wir gehen jetzt mal zum Affen und füttern den mal ein bisschen. Denn Affen mögen Bananen. Wir benutzen die Banane. Nö, dann geben wir halt die Banane dem Affen. Gucken. Was? Der ist sogar die Schale. Okay, geben wir ihm noch eine Banane. Der isst wirklich alles davon. Joa, wir haben ja noch ein paar, ne? Komm, dann geben wir ihm halt noch mal eine Banane. So. So, ihr könnt euch bestimmt vorstellen, was wir jetzt noch mal machen. Wir geben ihm noch eine Banane. So. Eine haben wir noch, komm. Eine Banane geben wir ihm noch. Los geht's. So, jetzt haben wir nichts mehr. Und du? Können wir irgendwas nehmen? Nö. Dann gehen wir mal wieder in den Dschungel. Wo können wir denn noch hin? Hier gibt's auch nichts mehr zu sehen. Nichts, wo man irgendwie in den Dschungel noch reingehen könnte, ne? So, wenn ich jetzt hier oben nochmal. Ach, der läuft auch wieder so langsam. Wo ist? Noch ein bisschen. Ah, genau, wieder an den Rand klicken. Ich vergesse das immer. Hier, hier nochmal lang laufen. Ah, jetzt kommen wir zu einer Lichtung, okay. Hey, der Affe folgt uns. Ein Schild. Privatbesitz. Anbinderei gestattet, aber betreten verboten. Was ist denn Anbinderei? GP LeChuck. Okay. Da hängt aber jemand ganz cool in der Gegend rum. Shishkebab. Aha. Shishkejo. Wen haben wir da hinten? Shishkelary. Das ist ja witzig. Nochmal Schädel. Iiip. Schnell weg. Hier den Totenpfahl. Der Künstler hat seinen Namen eingraviert. Made by Red Skull. Made by Sharp Tooth. Aha. So, ich möchte hier durch. Da ist der Affenkopf. Kann ich den Totenpfahl benutzen? Ich will da irgendwie rein. Das klappt so nicht. Ziehen. Nö. Den Totenpfahl vielleicht ein bisschen. Ich kann es nicht bewegen. Ah, guck mal an. Das ist eine Nase. Ziehe, Nase. Zack. Tür auf. Aha. Ah, guck mal. Wir haben ein fleißiges Äffchen dabei. Der macht für uns die Tür auf. Traumhaft. Gut, dass wir das vorher gemacht haben. Wahrscheinlich hätten wir ewig gebraucht, um rauszufinden, dass der Affe sich daran hängen kann. So, schau an den riesigen Affenkopf. Nun, das ist der zweitgrößte Affenkopf, den ich je gesehen habe. Der zweitgrößte. Was war denn der größte? Nimm den Affenkopf. Das kann ich nicht nehmen. Ah, du hast so einen Bananenpflücker eingesteckt. Wird das einfach auch irgendwie hinhauen? Was haben wir denn hier? Ah, in dem einen Brief stand da drinnen, die sollen die Leichen hier wegnehmen, beziehungsweise den Müll mitnehmen. Ich glaube nicht, dass jemand diesen Müll vermisst. Nö, glaube ich auch nicht. Nehmen wir noch eine Müllfigur mit. Komm. Das ist viel zu schwer, um es mitzunehmen. Okay. Die kleine Figur ging anscheinend, aber geschweige denn mal auf diesem Boot. Gottverlassene Insel mit mir rumzuschleppen. Oh, habe ich keine Lust zu. Ah, okay. Dickschädel, du riesiger Affenschädel.
Dann hauen wir hier mal wieder ab. Ah, guck mal, die Kannibalen wollen noch irgendwas von mir haben, was sie dem Affen opfern können. Kann ich bestimmt eine eigene Figur von dem benutzen, oder? Das probieren wir doch gleich mal aus. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von The Secret of Monkey Island. Alles Gute, euer Goblumbo.